Über 70 Jahre ist der Krieg nun vorbei und er klebt wie Pech an unseren Stiefeln. Ist jetzt aber auch langsam mal gut, könnte man meinen. Aber der Krieg und auch der Holocaust sind näher an uns dran, als wir es wahrhaben wollen, denn unsere Großeltern waren mitten dabei. Die meisten Deutschen wissen nicht, was ihre Großeltern im Krieg gemacht haben. Chris Kraus ist Regisseur und er weiß es genau. Sein Großvater war ein Nazi. Er hat jahrelang in Archiven studiert und traf dort auch auf Kinder und Enkel von Opfern. Aus dieser interessanten Erfahrung hat er einen außergewöhnlichen Film gemacht. Hier sind die Blumen von gestern. Du kannst du nicht hören, was ich heute durchgemacht habe. Geh dich wieder konzentrieren, ja? Ich bin 40 und soll Praktikanten betreuen. 40 ist Jungfernhistoriker. Ich verliere Haare. Schatz. Nein. Toto ist Holocaust-Forscher und er hat ein Problem. Sein aalglatter Chef drückt ihm eine jüdische Praktikantin aus Frankreich aufs Auge. Steh das. Hey, sie hält denn nicht für eine Idiot oder was? Nein, überhaupt nicht. Ja, Sazis unkonventionelle Art fordert den verbitterten Forscher heraus und holt längst Verdrängtes in Erinnerung. Ihre Großmutter wurde von den Nazis umgebracht, sein Opa war Nationalsozialist. Das ist Völkerverständigung mit höchstem Schwierigkeitsgrad. Regisseur Chris Kraus ist keiner, der einfach ein Aufregerthema braucht, um einen Film zu drehen. Er selber recherchierte über seinen Großvater, der Nazi gewesen ist. Dabei traf er in den Archiven auch auf die Enkel der Opfer. Das Komische war, wenn wir dann als Deutsche auf die Juden trafen, war auch von unserer Seite immer natürlich eine sehr angespannte Grundtemperatur. Und die Juden haben das sofort aufgebrochen. Polymethalin? Können wir das einfach wieder hinlegen, bitte? In welcher Therapie sind Sie denn? Ich bin in keiner Therapie. Ich war in Gestalt und Psycho. Aber Polymethalin ist scheiße. Ich bin nicht in Therapie. Warum soll ich in Therapie sein? Wolfi sagt, dass sie sind in Therapie, um ihre Stelle nicht zu verlieren. Mein Gott! Sie haben Defekte, okay? Ich habe auch Defekte. Ich kann es jetzt nicht nehmen mit Humor. Mit Humor? Nein, es gibt natürlich nichts. Sie haben ja keinen. Ich soll keinen Humor haben? Es ist kein Wunder. Eine Holocaust-Forscher mit Humor, das ist wie eine Popo und Loch. Wie bitte? Sazi und Toto fühlen sich trotz oder wegen ihrer gemeinsamen Geschichte voneinander angezogen. Streitend und diskutierend kommen sie sich immer näher. Der Film wird dadurch auch zu einem Statement dafür, sich der Verbrechen unserer Vorfahren mit mehr Lebendigkeit und Mut zu nähern. Denn es gibt nichts zu verlieren. Was? Du wirst so schnell negativ. Hör mal zu, ich bin Holocaust-Forscher. Ja, ich verdiene mein Geld damit, negativ zu sein. Es gibt mir das gottverdammte Recht dazu, positiv zu sein. Ich? Es gab sozusagen nur ein einziges großes Fettnäpfchen, in dem dieser Film entstanden ist. Man konnte gar nicht woanders hin. Dieses ganze Thema ist ja ein solches. Man kann ausrutschen, man kann untergehen. Und was mich wirklich gestört hat, war ich bin ja auch Historiker, in der Beschäftigung dann mit meinem Großvater ganz konkret, dass es in Deutschland auf der einen Seite ja eine Erinnerungskultur gibt, die ganz stark institutionalisiert ist und nicht mehr lebendig ist. Und ich merke bei meinen eigenen Kindern, die sind erwachsen bzw. fast erwachsen, dass die gar nicht mehr berührt werden durch dieses Thema. Also auf der einen Seite gibt es etwas Festgefahrenes, Unlebendiges, Verlogenes, wie ich finde. Und auf der anderen Seite ist der Schmerz ja noch gar nicht angekommen. Und da setzt man sich in die Nesseln oder ist eben, wie ich vorhin sagte, eigentlich vollkommen im Feld. Do you need a Führer? A guide? Do you need Coca-Cola, Sprite, Fanta? Do you need anything? Yes, we need anything. Die Blumen von gestern ist ein kompliziertes Drama, gewürzt mit viel derbem Humor und zwei großartigen Hauptdarstellern. Danke!